Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Löwenstarkes Kinderfest am 25. Juni wieder im Teapark. Seit 2014 wird unter Schirmherrschaft des Lions Clubs das Löwenstarke Kinderfest im Teapark von Blankenburg organisiert. Es geht ja zurück auf unseren Lions-Freund Thorsten, der das alles ins Leben gerufen hat. Und wir uns dann dahinter gestellt haben und gesagt haben, okay, wir ziehen hier mit. Mitziehen heißt es deswegen, weil es eine Unmenge an Helfern gibt, die nicht im Lions Club sind, die aber dieses ganze Ereignis wirklich jedes Jahr mit Akribie und sehr, sehr, sehr viel Aufwand vorbereiten und dann natürlich auch durchziehen. Es ist ein inzwischen so großes Ereignis geworden, eine so große Veranstaltung, dass es im Landkreis, vielleicht sogar im ganzen Land Sachsen-Anhalt einmalig ist, was das Kinderfest anbelangt. Wir machen das hier nicht, um große Einnahmen zu generieren, sondern wir machen das für Kinder, für deren Eltern. Und dementsprechend sind natürlich auch viele Leistungen nicht nur recht preiswert, sondern auch durch viele, viele Sponsoren sehr gut unterstützt. Nur dank der vielen ehrenamtlichen Helfer können alle Aktionen und Aktivitäten kostenlos angeboten werden. Sogar Eis und Zuckerwatte brauchen die Kinder nicht zu bezahlen. Auch wie in den letzten Jahren haben wir wieder viele Stände und auch neue Leute dazu gewinnen können, uns bei diesem Kinderfest zu unterstützen. Unter anderem auch das Umweltmobil des Landes Sachsen-Anhalt, der Jagdgesellschaft, die sich da dieses Jahr auch mit einbringen. Ansonsten sind auch viele Sachen, die alle kennen. Denn wir haben ja dieses Jahr das Thema des 9. Kinderfestes Löwenstark durch Wald und Flur. Wir haben zum Kinderfest dieses Jahr wieder über 40 Stände, die hier Attraktionen für Kinder bieten. Organisiert wird das von einem ca. 15-köpfigen Team. Jeder hat seine Aufgabe in dem Team. Ganz wichtig zu nennen sind auf jeden Fall noch unsere Hauptsponsoren. Einmal die Firma U&W, dann die Wohnungsgenossenschaft Blankenburg und die Stadtwerke. Für ausreichend Abwechslung ist auch in diesem Jahr gesorgt. Mit dabei sind wieder die Schauspieler der GVS Theaterkiste. Und auch dieses Jahr sind wir wieder mit dabei und spielen ein Theaterstück. Wir haben uns dieses Jahr passend zum Thema auch ein Theaterstück ausgesucht, das zum Thema Wald etwas passt. Und wir spielen Der kleine Angsthase. Viele Vereine und Partner rund um Blankenburg konnten für diesen Tag gewonnen werden. Unter ihnen auch zahlreiche treue und neue Mitgestalter. Zum Beispiel wird es von der Apotheke eine kleine Puppenklinik geben, wo viele verschiedene Patienten, Puppen behandelt werden können von den Kindern. Dann gibt es zum Beispiel noch einen Stand der Harzer Wandernadel, wo auch zum Thema Wald gefühlt werden kann. Es gibt dort auch noch verschiedene Sonderstempel, auch vom Team OVOC gibt es zum Beispiel einen Sonderstempel. Und dann ist zum Beispiel auch zum Thema Wald noch die Bergwacht mit da, wo es auch eine Klettermöglichkeit zusätzlich gibt. Das Deutsche Rote Kreuz wird sich vorstellen, die Feuerwehr aus Blankenburg, die Polizei. Wir vom Kloster sind jedes Mal mit Herzblut dabei, das Kinderfest zu unterstützen. Auch in diesem Jahr haben wir ein Bastelangebot. Ebenso haben wir das globale Lernen mit an Bord geholt, wo es um Spiele aus Indonesien gehen wird. Und auch die Reichenstraße konnten wir dafür gewinnen, einen Einblick in das Thema Regenwald zu geben. Also einen kleinen Kontrast zu unseren Wald und Flur. Es werden ja diverse Hüpfburgen beispielsweise, diverse Sportaktivitäten und bei mir gibt es natürlich den Wasserpark, wo dann ja verschiedene Objekte durch Wasserröhren durchbuxiert werden können. Es gibt den Schminkstadt und vieles, vieles mehr, also seid gespannt, wir freuen uns auf euch. Der bereits 2022 mit großem Erfolg durchgeführte Spendenlauf erhält in diesem Jahr sein Comeback. Wir sind ein deutschlandweit laufendes Team, haben den Spendenlauf hier in Blankenburg beim Kinderfest mitorganisiert, zusammen mit den Leichtathleten von Lok Blankenburg. Letztes Jahr waren es über 6.000 Euro, die für die Kinderkrebshilfe zusammengekommen ist. Wir hoffen auf viele Läufer. Im letzten Jahr hatten wir 180 erwachsene Teilnehmer, ganz viele Kinder. In diesem Jahr möchten wir das Geld gern den Kindergärten der Stadt Blankenburg zukommen lassen.
Wir haben es geplant, dass wir eine Runde jeweils mit 1 Euro Spendenmittel versehen wollen. Das heißt, die Läufer spenden selbst. Wir suchen natürlich immer noch Sponsoren. Am 25. Juni von 13 bis 18 Uhr wird der Blankenburger Tee wieder zur Vergnügungsmeile für alle Kinder.